with a boy like you, like you. What do I do with you? What do I do with a boy like you? Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem wieder Moritz Let's Play in der Lissanderroute. Ja, und ja, es ist schon Ewigkeiten her, dass ich in Lissander aufgenommen habe. Ich habe, glaube ich, ein wenig zu viel AP in dem letzten Event verbraucht. Eventuell, deswegen hat es jetzt ein bisschen gedauert. Aber endlich ist es soweit und ja, ich bin endlich mal wieder eine Lissander-Episode. Gut. Glücklich, wer im Dunkel bleibt, alle Versuche, Lissander zu helfen, waren vergeben. Aber hast du genug getan? Gibt es keine andere Lösung? Währenddessen geht das Leben in der Schule seinen Gang. Auf dem Programm Kunstunterricht, Flurgeflüster und ein Mädelsabend. Das wird jetzt spannend, nämlich, das ist ja, glaube ich, so bei den anderen Jungs, da hatten wir was immer gemacht, aber hier, keine Ahnung, was kommt denn hier auf uns zu? Das ist bestimmt das fünfte Mal, dass ich heute Nacht aufwache. Ich bekomme keinen klaren Gedanken zustande. Alles, woran ich denken kann, ist Lissander. Ich glaube nicht, dass ich alles in meiner Macht Stehende getan habe, um ihm zu helfen. Ich muss noch einmal ins Krankenhaus und mit ihm sprechen. Es wird sicher einfacher, wenn Nina nicht dabei ist. Ich habe gut eine Stunde gewartet, ehe ich aufgestanden bin. Diesmal frühstücke ich besser, sonst mache ich meinen Eltern nur wieder Sorgen. Guten Morgen, mein Schatz. Guten Morgen, Mama. Ich habe gute Neuigkeiten für dich. Ah ja? Mein Vater und ich haben beschlossen, deine Straße aufzuheben. Sie hat lange genug gedauert und ich denke, dass du verstanden hast, weshalb dieser Hausarrest eine gute Entscheidung war. Und außerdem, in Anbetracht der Dinge, die du in letzter Zeit durchgemacht hast, hast du ein bisschen Entspannung verdient. Wenn sie mir das vor ein paar Tagen gesagt hätte, wäre ich im siebten Himmel gewesen, aber so. Okay, aber seit dem Unfall ist mir nicht unbedingt nach Ausgehen zumute. Ich verstehe, dieser junge Mann scheint dir ja viel zu bedeuten. Ja, Lügen bringt ja doch nicht. Übrigens, ich werde ihn heute gern wieder besuchen. Schon wieder? Du kannst unmöglich noch behaupten, du seist nicht verliebt. Mama, ich möchte nicht darüber reden, okay? Stell dich ruhig taub. Dein Vater und ich wissen nur zu gut. Das Treffen mit Jungs in deinem Alter ist ganz normal. Mal so gesagt, ich habe keine Schwierigkeiten, das zu akzeptieren. Mein Schatz? Er hat sein Gedächtnis verloren. Er erinnert sich nicht einmal an mich. Jetzt habe ich es gesagt. Seit ich gestern vom Krankenhaus nach Hause kam, habe ich mich meiner Mutter anvertrauen wollen. Aber es hätte ja doch nichts gebracht. Nur alles realer werden lassen. Wie bitte? Ich erzähle ihr, dass Lissander ein mittelschweres Schädelhirntrauma erlitten hatte und die meisten Ereignisse der letzten Zeit vergessen hatte. Andererseits habe ich die Einzelheiten über seine Frauenbekanntschaften unter den Tisch fallen lassen. Anders gesagt, Rosalia, Nina und mich. Das ist sehr schrecklich. Ich hoffe, dass er sich davon erholen wird. Er ist doch noch so jung. Ärzte sagen ja, wir müssen optimistisch bleiben. In der Zwischenzeit verstehst du, warum ich ihn wieder besuchen möchte. Er braucht Menschen um sich. Ich kann mir denken, dass seine Familie schon an seiner Seite ist, aber wenn dir das so wichtig ist, werde ich dich natürlich nicht abhalten. Danke. Allerdings, lass dir nicht wehtun, mein Liebling. Da ich nicht wusste, was ich darauf antworten sollte, schwieg ich. Schwierig, mir nicht wehtun zu lassen, wie sie mir geraten hat. Immerhin geht es um Lissander. Ich frühstückte zusammen mit meiner Mutter. Dass ich offener mit ihr hätte reden können, half etwas gegen meine Traurigkeit. Danach machte ich mich auf meine Rückkehr ins Krankenhaus fertig. Diesmal bin ich fest entschlossen, alles zu tun, um einen schönen Moment mit Lissander zu erleben. Er hatte vielleicht seine Erinnerung verloren, aber wenn es mir in der Vergangenheit gelungen ist,
mit ihm auszugehen, werde ich mit ihm sicher ein zweites Mal annähern können. Mir, das dauert wieder 10 Episoden, nein, Spaß. 20, 28. Na, okay, Lissandra kam aus 4, also 24. Gut, muss an die Stelle. Sonntags fahren nur wenige Busse. Mir bleibt noch etwas Zeit, bevor ich der nächste kommt. Was denn diesmal? Was denn diesmal? Muss ich noch was holen, oder wie? Hallo? 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 Hä? Hallo? Hallo? Hallo Lulu. Hallo Iris. Wie geht's? Gut, danke. Du hast also Lissandra besucht? Ich nickte. Wie geht es ihm? Er erholt sich von seiner Verletzung, aber er hat noch etwas Schlimmeres. Was denn? Ich erzählte Iris von Lissandras Problem, ohne allzu sehr ins Detail zu gehen. Der Ärmste, das ist ja furchtbar. Kann man gar nichts tun, ja. Und kann man gar nichts tun, um ihm zu helfen? Wir könnten natürlich versuchen, ihm von der Vergangenheit zu erzählen. Vielleicht hilft das ja. Jedenfalls hoffe ich, dass es aufs tiefsten Herzen. Wirkst du besorgt? Du bist für ihn wirklich eine wundervolle Freundin. Ich versuche, auf ihn aufzupassen. Du hast recht. Wenn sie wüsste. Ich werde ihn diese Woche besuchen gehen. Ich hoffe, er erinnert sich an mich. Iris ist immer so nett zu allen. Manchmal glaube ich, dass sie nicht immer zu ihrem Vorteil gereicht hat. Iris, du bist wirklich ein Schatz. Ich bin mir sicher, Alexander wird sich darüber freuen. Was bringt dich nur dazu, zu allen so freundlich zu sein? Nichts mehr sagen. Danke, das hoffe ich zumindest. Ja. Endlich kommt ein Bus. Ich kramte in meinen Geldbeutel, um die Fahrt zu bezahlen. Diese Strecke kostete immer 10 Dollar. Hier bitte. Da bin ich wieder. Ich habe vor Aufregung ein Kloß im Hals. Wegen der Amnestie, Nina Rosa, Felicitas. Ich hoffe, dass die Dinge heute besser laufen. Oh nein, die schon wieder. Guten Tag. Guten Tag. Sie nickte mir kurz zu und ging. Naja, auch wenn sie immer noch so steif wirkte, war sie diesmal wenigstens netter. Frage mich ja, wie sie normalerweise so ist. Willst du gar nicht wissen? Wir sind uns schon mal einmal begegnet, oder? Ja, ich war gestern schon hier. Wegen Lissander, ich erinnere mich, er macht große Fortschritte. Ja, aber wie groß? Darf ich in sein Zimmer? Der Arzt ist noch bei ihm. Ich rate Ihnen ein wenig zu warten. In Ordnung. Was denken Sie, wie lange Sie noch brauchen? Ich bin mir nicht sicher, vielleicht 10 Minuten etwa. Okay, danke. Schönen Tag noch. Hallo. Ich werde warten, bis Lissander mit dem Arzt fertig ist. Ich muss mit irgendjemandem quatschen, bis das klappt, oder wie? Lulu, du bist wiedergekommen. Du hast mir gar nichts gesagt. Es war eine spontane Idee. Du hast nur halb gelogen, immerhin. Aber die Wahrheit ist, dass ich immer gerne mit Lissander allein gewesen wäre. Ich weiß nicht, was ich Rosa antworten soll. Die gestrigen Ereignisse waren einfach zu verstörend. Okay, wir werden bald aufbrechen. Ich warte nur darauf, dass Leia und Josiane ein paar administrative Angelegenheit klären. Aber willst du, dass ich bleibe? Ich würde verstehen, wenn du lieber jemanden bei dir hättest. Nein, ich sagte es sehr bestimmt. Ja, wenn du magst. Oh, entschuldige. Oh, entschuldige, was du gestern erfahren hast. Das hat dich bestimmt ganz schön entsetzt. Ich hoffe, du bist deswegen nicht sauer auf mich. Wir müssen uns darüber mal ausführlicher und unter 4 Augen unterhalten. Gehen wir, mein Engel. Oh, wie süß. Oh, hallo, Lulu. Du kommst wie gerufen. Lissandra wird trotz unserer Abwesenheit nicht alleine sein. Oh, sind Sie noch hier, meine Liebe? Ich nickte und versuchte zu lächeln. Während Rosa und Leia es gut
verarbeiten scheinen wirklich Josiane immer noch müde und traurig, trotz ihres heiteren Gemüts. Ah, ich verstehe, Sie sind nicht in Lee verliebt, sondern in meinen kleinen Lysander. Ich fühlte mich wie bis in die Haarspitze. Na los, Mama, lass uns gehen. Bis bald, du. Er entfernte sich und zog seine Mutter mit. Wir reden bald mal, okay? Ja. Bis dahin zerbrichst du dir auch auf keinen Fall den Kopf. Rosa? Ich komme ja. Lulu, bitte versprich mir, dass du dir deswegen. Bitte versprich mir, dass du dir wegen dieser Geschichte keine Sorgen machst. Ich versuch's. Sie warf mir einen entschuldigenden Blick zu umgehen. Wie kann sie von mir erwarten, dass ich nicht darüber nachdenke, was sie mit Lysander verbinden könnte? Das ist einfach unmöglich. Gott, reg dich nicht so auf, ja? Das war in der Vergangenheit. Ich wartete, bis Lysander mit dem Arzt fertig ist. Immer noch nicht. Hallo? Dann ja, die Verschwindung jetzt mit den anderen Jungs. Blümchen. Ich möchte mit Lysander Schatz bei dir. Das ist mein Freund. Was? Wem muss ich denn hier begegnen? Oh nein, sind Sie noch nicht bei Ihrem Freund? Ihr erstes Zeug, wenn Sie hier rein möchten. Ah, sehr gut, danke. Danke, ich war gerade eben da und da war's. Ich versuchte erfreut zu grinnen, aber es hörte sich falsch an. Okay. Weg hier. Oh. Hallo. Wie geht es dir? Ich mache mir Sorgen, weißt du? Kannst du dich heute an mich erinnern? Ich bin die Ablösung von Rosa. Ich bin immer noch auf dem Weg der Genesung. Konntest du dich denn noch an ein paar Dinge erinnern? Ja. Rosani hat mir ein bisschen von der Schule erzählt. Irgendwann konnte ich mich an das Konzert erinnern, das wir mit Kerstin und Nathaniel und Iris gegeben haben. Oh. Also hast du Nathaniel und Iris nicht vergessen? Zusammen mit Rosa haben wir etwas herausgefunden. Ich erinnere mich an die Schüler, die schon länger an der Schule sind, aber nicht an die Neuen. Und was ist mit Armin? Das sagt mir nichts. Alexi? Auch nichts, obwohl Rosa über ihn gesprochen hat. Kennt denn ihr? Ich schüttelte verneint den Kopf. Ich bin folglich nicht die Einzige, die du vergessen hast. Absolut nicht. Völlig unvorbereitet ist ein nervöses, verrückt klingendes Lachen aus. Was ist denn mit dir los? Ja, das frage ich mich auch. Entschuldige, ich glaube, ich verliere irgendwie die Nerven. Das ist nur, das alles ist fürchterlich ironisch. Immerhin warst du der zerstreuste Junge, den ich kannte. Du hast dich verirrt, ständig deine Sachen vergessen. Ich musste mehrmals deine Notiz. Ich stockte mitten im Satz. Dann kann ich dich für 2 Minuten allein lassen? Ich muss über etwas nachdenken. Okay. Ich komme gleich wieder. Wir waren fast ineinander geknallt. Sie wird mich garantiert anschnauzen. Tut mir leid, ich habe sie nicht gesehen. Nichts passiert. Sie ging um mich herum. Niesen. Doch nicht. Fail. Sie ging um mich herum, um den Aufzug zu verlassen. Schön, sie ist sicher nicht die zuvorkommendste Frau auf der Welt, aber wenigstens ist sie nicht so unausstehlich wie gestern. Rosa, warum muss sie denn vom Nachdenken raus? Hallo? Hallo? Was ist denn hier mit? Also die Lysanderrute ist nervig am Anfang. Das jetzt schon. Ja, nichts. Gar nichts.
Also ich habe ja noch genug AP, ne? Also, aber trotzdem will ja die Episode auch durchspielen und die nächsten Episoden. Du liebe Zeit, das Notizbuch. Ich weiß gar nicht, wieso ich nicht daran schon früher gedacht habe. Das könnte die Lösung sein. Wenn ihr Sander liest, was er geschrieben hat, kehren vielleicht seine Erinnerungen wieder. Jetzt müsste er nur noch wissen, wo er es hingelegt hat. Ich befürchte das stark, dass die Amnesie die Dinge noch mehr kompliziert als dass die Amnesie die Dinge noch mehr kompliziert als normalerweise. Ja, wie dem auch sei, ich würde gerne den Arzt nach seiner Meinung fragen, bevor ich irgendwas tue. Entschuldigen Sie, Sie wissen vielleicht, wissen Sie vielleicht, wo ich Lisandras Arzt finden kann? Er ist gerade für eine 3-stündige Operation im OP-Trakt. Oh, ich verstehe. Und vielleicht kann ich Ihnen ja helfen. Also, ich habe mir etwas überlegt, etwas zu suchen, das Lisander gehört und das ihm vielleicht helfen könnte, an gewisse Dinge zu erinnern. Worum geht es denn? Ein Notizbuch, in das er seine Songs schreibt. Ich dachte mir, dass vielleicht seine Erinnerungen drin stecken. Und wenn er sie liest, könnte sie vielleicht einen Trigger wirken. Wie ein Trigger wirken, oder? Das ist eine gute Idee. Und wenn ich ihn das verstört, der Arzt hat doch uns gewarnt vor Erinnerungen, die zu viel für ihn sein könnten. Wenn dieses Notizbuch natürlich schmerzhafte oder allzu überraschende Erinnerungen enthält, ist es sicher besser, wenn er sie selbst zurückholt. Wenn ich das mal so ausdrücken darf. Fürs Lesen fällt es ihm vielleicht leichter, diese Dinge zu akzeptieren, da er dann direkt Zugang zur Abschrift seiner eigenen Gedanken hat. Denken Sie das wirklich? Niemand kann irgendwas versprechen, nicht einmal der beste Neurologe des Landes. Dennoch ist das eine Chance, die Sie unbedingt ergreifen sollten. Wenn das so ist, danke ich Sie für Ihren Rat. Ich werde mich auf die Suche nach dem Notizbuch machen. Viel Glück mit Ihnen. Bei diesem Tempo, mit dem Lisanne Fortschritte macht, werden wir sicher bald erfahren, ob sie eine Methode Früchte trägt. Ja, aber eigentlich trägt ja was anderes Früchte. Ihr gehörst zu der Sorte Mädchen, die nie stillsitzen können, habe ich recht? Man sagt mir schon oft, dass ich eine ziemliche Zappel, ein ziemlicher Zappelphilipp bin. Also, was führst du im Schilde? Erinnerst du dich an dein Notizbuch, dass du immer deine Songs geschrieben hast? Natürlich. Okay, das ist schon mal gut. Jetzt kommt der schwierige Teil. Weißt du, wo du ihn hingelegt hast? Nein, ich erinnere mich nicht. Aus lauter Frustration schieße ich einen Schrei aus. Das war ja nicht so klar gewesen. Aber warum interessiert dich mein Notizbuch so sehr? Ich bin überzeugt, dass du dich an einiges erinnern würdest, wenn du nur deine Aufzeichnungen in den letzten Monaten lesen könntest. Er starrte mich einen Moment lang wortlos an. Bist du böse, weil ich deine Sachen anrühren will? Nein, im Gegenteil. Es rührt mich, dass du so viel Energie aufwendest, um mir zu helfen. Ich spürte, wie mein Herz sich zusammenzog. Ich hänge so sehr an ihm, dass ich einfach nicht glauben kann, dass es sich nie wieder ändern wird. Also gut, ich hoffe, dein Notizbuch ist bei dir zu Hause, denn dann wäre es schwierig für mich, es dir zu bringen. Solltest du Kasti um Hilfe bitten, weil du ihm für gewöhnlich erzählst, wohin du deine Sachen legst? Nein, aber er kennt viel mehr meine Gewohnheiten, also wird er vielleicht wissen, wie ich zu grüßen. Okay, ich werde ihn fragen. Dann wirst du mir dann endlich mehr von dir erzählen. Wie bitte? Ich habe das Gefühl, dass du seit gestern um den heißen Brei herumredest. Ja, du hast recht. Ich weiß nicht, wie du darauf kommst. Da gibt es nichts Spannendes. Du versuchst immer noch Zeit herauszuschlagen. Es ist witzig, ich habe das Gefühl, intuitiv erraten zu können, wann dich etwas bedrückt. Ich habe dich offenbar gut gekannt. Entschuldigen Sie die Störung. Ich muss Lisanne für seine Untersuchung vorbereiten. Oh, wird das lange dauern? Ich schätze eine gute Stunde. Ich wandte mich an Lisander. Ich werde warten. Er warf mir einen eigenartigen Blick zu. Bestimmt bin ich ihm zu anhänglich. Das musst du nicht. Es wird zu lange dauern. Aber wenn du möchtest, kannst du an einem anderen Tag wiederkommen. Wirklich? Ich schaue mich an wie ein kleines Mädchen. Natürlich. Na gut.
Und bis bald. Ich versuche das Notizbuch beim nächsten Mal mitzubringen. Die Krankenschwester lächelte mich an, während Lisanna nickte. Ja, gut. Der Bus will gerade losfahren. Ich rannte so schnell ich konnte und dann möchte ich gerade noch. Die ganze Fahrt über dachte ich an Lisanna. Ich muss dieses Notizbuch wirklich finden. Es ist vielleicht meine einzige Chance. Der Rest des Tages verbrachte ich allein auf mein Zimmer. Wo ich ein konkretes Ziel vor Augen habe, wie ich Lisanna helfen kann, fühle ich mich ein wenig besser. Am nächsten Morgen stand ich ziemlich früh auf. Das hatte ich schon lange nicht mehr getan. Das ist also Beginn einer neuen Woche und ich hoffe stark, dass sie besser sein wird als die vorherige. Hey, hallo Pia. Hattest du ein schönes Wochenende? Nicht wirklich, nein. Oh, entschuldige, ich bin ja vielleicht dämlich. Schlägt sich Lisanna. Ich seufzte. Ich erzähl's dir gerne, aber behalte es für dich in Ordnung. Ich bezweifle, dass es Staatsgeheimnis ist, aber ich mag auch nicht, dass diejenige sein, die es überall verbreitet. Wenn man mir von einigen Wochen gesagt hätte, dass ich dir gegenüber so offen sein könnte, ich hätte es nie geglaubt. Ich erzähl dir also von Lisannas Amnesie. Ja, starte vorersetzen. Wie furchtbar. Ach, sei nicht so pessimistisch. Er wird sein Gedächtnis wieder anlangen, da bin ich sicher. Tut mir leid, es ist nur... Gedächtnisverlust gehört zu den Dingen, von denen ich am meisten Angst habe. Unsere Erinnerungen machen uns erst zu dem, was wir sind. Außerdem kenne ich eine Person, die an Alzheimer erkrankt ist. Sowas zu sehen ist wirklich traurig. Das kann ich mir denken. Tut mir leid, dass ich die Stimmung verdorben habe. Du musst dich nicht entschuldigen. Man kann nicht immer nur über die schönen Dinge sprechen. Du bist wirklich nicht besonders aufbauend. Ich sehe es eher als eine Gelegenheit, dich besser kennenzulernen. Das freut mich, dass du es so sehen kannst. Na komm, lass uns dich strödeln. Gleich beginnt unsere erste Stunde mit Herrn Selbin. Ach ja, das hätte ich völlig vergessen. Der perfekte Start in die Woche. Ich bin sicher, dass es sehr interessant wird. Andererseits hätte ich gerne noch mit Kathi über das Notizbuch gesprochen. Bestimmt würde ich später Gelegenheit dazu haben. Entschuldigung, ich muss vorbei. Sie überholte uns im Eilschritt. Hier warf ihr einen strengen Blick zu. Ladies. Wir warten nur noch auf sie. Tatsächlich scheint schon jeder an seinem Platz zu sitzen. Entschuldigen Sie die Verspätung, Herr Selbin. Nicht so schlimm. Wie Sie sehen können, sind Sie nicht mehr viele Plätze frei. Wir setzen sich bitte dort neben Kim. Was Lulu und Carla angeht, Sie können sich hier hinsetzen. Niemand wagte zu protestieren, aber ich für meinen Teil dachte, Carla als Banknachbarin in Kunst, schlimmer geht's ja wohl kaum. Sehen Sie nicht so ein Gewicht. Im Kunstunterricht wird nicht als Vertrauen als Muster festgehalten. Nein, es ist ein Ort für Begegnung und Austausch. Sie werden also nicht an diesem Tisch gekettet sein. Ich warf Carla einen Blick zu. Gut. Zuallererst möchte ich Ihnen sagen, dass es mir eine große Freude ist, mit Ihnen arbeiten zu dürfen. Die Werke, die beim Tag der Kunst vorgestellt wurden, sind sehr vielversprechend. Und ich bezweifle nicht, dass sie schon in kurzer Zeit große Fortschritte machen werden. Ich unterdrückte ein Lachen. Also nach Delaney ist es wirklich erfrischend, so einen Lehrer zu haben. Mindestens 10 Stunden Nachbarin sein werden, sollte ich versuchen, das Eis zu brechen. Ich bin zwar kein riesiger Fan von Carla, aber ich kann mich ja trotzdem Mühe geben. Unsere Stunde heute wird sich um Farben drehen. Jetzt mach mal halblang, es sind nur Farben. Würden Sie die Stunde gerne an meiner Stelle erhalten, Amber? Sie begnügte sich mit einem hochmütigen Kopfschütteln. Wunderbar. Er machte wirklich den Eindruck, als könnte ihn nichts aus der Ruhe bringen. Keine Ahnung, wie er das anstellt. Weiter im Text. Es ist zunächst einmal wichtig, Primärfarben zu vermeiden, weil aus dem hinteren Bereich des Klassenraums kann man Amber und ihre Freundinnen weiterhin schwatzen hören. 3 Freundinnen und offensichtlich auch 3 unverbesslichere Blaudarin-Taschen. 3 kleine Folien.
Da sie mir mit dem Thema schon vertraut zu sein scheinen, wird jeder von ihnen mir eine Primärfarbe nennen. Amber. Rot. Charlotte. Gelb. Und Lee. Keine Ahnung, weiß vielleicht. Na gut, von drei Antworten stimmen eineinhalb. Wir haben also noch Arbeit vor uns. Es gibt drei Primärfarben. Cyan, Gelb, Magenta. Wenn man sie kombiniert, kann man alle existierenden Farben kreieren. Ihre erste Aufgabe wird es daher sein, ein Farbkreis zu vervollständigen und dabei dieses Prinzip anzuwenden. Tommy. In seinem neuen Outfit. Guck dich, das macht Spaß, versprochen. Patrick führte seine Erklärung fort. Seine Übung scheint ziemlich einfach. Man muss die Regenbogenfarben in der richtigen Reihenfolge anordnen. Zumindest glaube ich, es verstanden zu haben. Das ist in der Theorie recht einfach, aber in der Praxis? Eva kam einen Blick zu. Hier hatte sie schon an der Arbeit gemacht und sah ziemlich konzentriert aus. Fange besser auch einmal an. Das war so scheiße, aber Anfang, ich weiß es doch. Ja, inzwischen klappt das ja und eigentlich muss man da ja nur logisch rangehen. Das ist es ja auch schon, ne? Nur noch das und fertig. Ja. Ah, ich bin ziemlich stolz auf mich. Ich bin mir zwar nicht zu 100% sicher, aber ich glaube, dass mir diese Arbeit eine gute Note bringen wird. Sehr gut. Die Übung ist beendet. Geben Sie mir Ihre Blätter zurück. In der nächsten Stunde erfahren Sie die Note. Nun lassen Sie uns mit etwas komplexeren Beispiel fortfahren. In der Kunst ist die Farbe nicht nur eine Flüssigkeit auf der Palette, die man willkürlich benutzt. Patty war so begeistert von seinem Thema, dass er es schaffte, uns alle mitzureißen. Mir wurde klar, dass Klasse aufmerksam war. Das ist lustig, bei all dem Gerede über Farben ähneln manche Gemälde Gedichte. Was du da sagst, ergibt echt keinen Sinn. Das ist ein schöner Gedanke. Ich sah sie überrascht an. Was? Nichts? Ich werde nur nicht so auf so einen Gedanken kommen. Aber ich finde, es ist eine andere, interessante Sichtweise. Danke. Was war das? Was habe ich getan? Darf ich Sie fragen, was los ist? Hannah hat mir gerade ihre Meinung über Farben mitgeteilt. Lassen Sie es doch der ganzen Klasse hören, Karl. Es gibt keinen Grund, das für sich zu behalten. Okay, also ich sagte nur, dass mich diese Art von Farben zu ordnen und ihnen eine Bedeutung zu sprechen an Gedichte erinnert. Das ist eine ausgezeichnete Beobachtung. Dieses Phänomen nennt man auch Synästhesie. Es bedeutet, dass man verschiedene Sinneswahrnehmungen miteinander assoziiert. Zum Beispiel, wenn man eine Farbe uns an ein Musikstück oder ein Wort erinnert. Nun bin ich wirklich von Carla beeindruckt. Sie hat vielleicht nicht das Talent, schnell Freunde zu gewinnen, aber sie ist bei weitem nicht dumm. Als es läutete, hatte ich das Gefühl, eine Hand gelernt zu haben. Ich habe etwas freie Zeit. Ich werde mit Kaste sprechen, um herauszufinden, wo ich Lissanders und Pete finden kann. Der Unterricht bei Patrick hat mich auf andere Gedanken gebracht, aber ich möchte dennoch mein Ziel nicht aus den Augen verlieren.